Ja, da ist sie. Okay, Mädchen, diesmal kommst du mit mir mit. Vor der Blut, ich glaub's Limit heraus. Oh, das war's schon. Na, sehr gut. Sag Cloud Level ab. Mann, ich hab verloren. Unmöglich. Ja, alles ist möglich, Jaffi. Toyota bereits. Na du, wie wär's? Wollen wir nochmal? Nö. Willst du weglaufen? Bleib und kämpfe. Kämpfe, habe ich gesagt. Komm schon, was ist los? Was kann schon Angst zu mir, was? Wie versteinert. Genau wie ich gesagt habe. Was erwartest du anderes bei meinen Fähigkeiten? Ich wünsche euch viel Glück. Wenn ihr euch stark genug fühlt, tragen wir noch eine Runde aus. Bis dann. Ich gehe jetzt los. Das habe ich vor. Warte einen Moment. Was ist los? Willst du noch was von mir? Also, was ist es? Ich weiß, dass du meine Hilfe willst, weil ich so gut bin. Willst, dass ich mitkomme? Stimmt? Stimmt. Ja, hab's mir doch gedacht. Du bringst mich in eine Zwickmühle. Was soll ich nur tun? Aber wenn du mich so sehr brauchst, dann kann ich schlecht abnehmen. In Ordnung, ich komme mit dir. Beeilen wir uns. Hä? Hä? Warte, ich hab dir noch nicht mal gesagt, wie ich heiße. Jaffi, ja. Rennt ihm einfach hinterher. Jaffi, ich bin Jaffi. Freut mich. Hehe, genau wie ich es plante. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen hier, ein bisschen da. Hehe. Hey, warte auf mich. Und? Jetzt sieht so aus, als hätten wir Jaffi im Team. Ich guck mal ins BHS. Wo bist du? Ja, sie ist dabei. Tja, und wenn ich mir mal unsere Truppe so ansehe, das ist die seltsamste Truppe, die ich schon je hatte. Ich meine, ohne Kate und Jaffi war das ja schon komisch. Ich meine, ein Söldner mit einem Riesenschwert, das selbst Mr. Universum in dieser Pose nicht halten könnte, wie Cloud es in dem Sieg tut. Kate ist eine kleine schwarze Katze, die auf so einem rosa Wabbel reitet und ein Megafon als Waffe benutzt. Und dann haben wir Barrett, einen Ökoterroristen. Tifa, ein Barmädchen mit einem großen Vorbau und die Panzer mit bloßen Fäusten bekämpft, auch eine geile Option. Ein lebhaftes, verspieltes Blumenmädchen, das mit dem Planeten reden kann. Eine seltsame Kreuzung aus verschiedenen Katzenarten, die sprechen kann und einen brennenden Schwanz hat. Und ein kleines, kleptomanisch veranlagtes Ninja-Mädchen. Also, bunte Mischung. Ich freue mich auf die weiteren Party-Mitglieder, falls da noch welche kommen. Ich meine, es scheint, dass da insgesamt 9 da sein werden. Egal, erstmal Materie ausrüsten. Und zwar, was bekommst du? Ramon, Blitz, nee, du bekommst das nicht. Kälte. Barret hat ein Gift oder Cloud, ich weiß nicht, aber du kriegst Kälte. Was haben wir da noch? Genau, schon mal Jaffi jetzt für Kate ins Team. Oh, die ist Level 22, umso besser. Jetzt abschulden. Gebe ich dir Erde und Gift und den Chocobo-Köder.
So. Ich glaube noch. Warte mal, ich habe ja hier ihm Shiva gegeben. Aber ich denke, er sollte Ramu bekommen. Und dann kriege ich. Na, ich brauche wieder das PHS. Hol ich mal schnell Tifa rein, weil die hat ja. Die kriegt dann Shiva. Dann kriegt Barret. Ja, der kriegt dann Ifrit. So. Weil ich nun einfach Yaffi auch im Team haben möchte, mal um zu sehen, was sie drauf hat. Ja, Zauberattacke, was ich drinne brauche. Beben und Bio, ja, habe ich dir das eben gegeben. Schwörung hat sie keine, Feindtechnik hat sie keine. Die hat ja keine Feindtechnik-Materie, aber Ausrüstung habe ich noch für dich. Und zwar den Vierzack-Schurken gegen die Wildklinge. Da hast du auch schon mal ordentlich was drauf. Und ein Carbonreif, das ist sehr gut. Warte mal. Glaubt mich auch noch mit was besserem Ausrüstung. Und zwar. Mit dem Silberarmband. Das heißt, da können wir dann eine Materie mehr aufnehmen, aber da ich momentan keine weitere Materie habe. Verwandlung, ja, kann ich wegschmeißen eigentlich. Ich sehe eigentlich für Klautern keinen Nutzen. So, ein. Reihe. Ja, die kämpft hier mit einem Schuriken, den sie wirft, also kommt sie auch in die zweite Reihe. Und damit das ganze Schöne hier nicht verloren geht, speichere ich. Ja, und ich würde mal sagen, ich mache hier einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder bei Gold Saucer. Ja, und wir sind wieder in der Gold Saucer Region. Hab schon ja viel einige Mal im Kampf erlebt und sie ist nicht schlecht. Ich habe mir auch ein paar neue Waffen geholt. Ich denke, mit der neuen Ausrüstung, ein paar neuen Materia und einem weiteren Partmitglied können wir die Jagd auf Sephiroth fortsetzen. Ich wüsste, wo ich lang muss. So, auf jeden Fall weiß ich, dass ich nach Südwesten muss und ich denke, ich war hier schon mal komplett falsch. Ach komm, normale Angriffe, das geht flott. Oh, das muss ich wieder nach vorne stellen mit der neuen Waffe. Man nie vorher weiß, was für eine Wirkung die Waffe genau hat. Lass doch mal die arme Yaffi in Ruhe. Da hat sie ihren Limit bereit. Geölter Blitz. Oh ja, Knüppel, wie süß. Dann zeig's ihm, Kleine. Zack! Das geht ab hier. Also zurück nach unten. Vielleicht finde ich da einen Übergang. Weil irgendwo muss ich ja nach Südwesten. Dort ist Sephiroth hin. Ja, da. Da ist eine Möglichkeit zum Überlegen und. Hier ist Nada. Oh Mann, ey, immer diese blöden Gegner. Bin zu schnell mit meinem Bank, um die zu erwischen. Ist es ja. Oh, und ich hab vergessen, Barret wieder umzustellen. Aber wer bist denn du? Fetter Klotz. Ja, jetzt zeig mir mal dein Leben. Und ich denke, ich glaube, ich komme da hier mit einer
Aqualung, cool. Habe ich auch noch gelernt. Wie fett ist denn das? Auch noch ein Flächenzauber, wie geil ist. Ach du meine Scheiße! Fetter Hänger. Fetter Leg. Noch ein, zwei Level, ich geh zum Midgar-Solo, ey. Was für eine fette Technik. Was die für einen Schaden gemacht hat. Habt ihr das gesehen? Ich liebe Feintechnik.